So, liebe Leute, heute geht es endlich weiter mit dem zweiten Teil der Season 2 bei Grid und damit herzlich willkommen zurück zur letzten Folge des Jahres 2020 und wir machen heute weiter mit der Grand Open. Los geht's. Wir nehmen uns den Aston Martin. Ach, weißt du, wir kaufen sie einfach alle. Wir haben Pagani. Ich glaube, den nehme ich sogar. Ich kaufe einfach mal so alle. Wir haben eh genug Kohle. Und wir picken uns den Pagani raus. Pagani Zonda Revolution ist das gute Stück, was wir uns heute holen. Red Bull Ring, 8 Runden Rennen. 8 Runden? 6 Runden? 8 Runden sieht es, glaube ich, so aus. Und ja, wir sind auf dem Red Bull Ring. Und das ist heute auch das einzige Rennen, was wir uns angucken. Also lassen wir uns ein bisschen ruhiger ausgehen. Bisschen ruhiger angehen. Naja. Was für ein atemberaubender Schauplatz und was für ein Rennen das wird hier auf dem Red Bull Ring. Also Chris, was kannst du uns zu diesem Event verraten? Also, in der Startaufstellung sieht man so einige bekannte Gesichter, von denen manche schon unglaubliche Rundenzeiten gefahren sind. Ob heute noch mehr geht? Ich bin schon gespannt. So, das Rennen hier bei der Grid World Series wird gleich losgehen. Vielen Dank, Kristen. Ja, auf geht's. Platz 6 Runden sind insgesamt. Also, los geht's. Ja, diese Scheiße. Ja, hat sich nicht viel geändert. Einer ist auf den durchgeschlüpft dort. Also sind noch 7. Ich weiß gar nicht, ob das ein Zeitfahrer ist. Naja, anbremsen und dann geht die Karre wegfliegen. Ja, Runde 2. Der Führer, der schon natürlich drin. Wir stehen momentan noch auf 16 und müssen jetzt ein bisschen uns sputen, dass wir das Ding hier noch ein gutes Ergebnis haben. Sein Runde 2 etwas schneller. Wir sind weit hinten. Ja, ja. Ich muss ein bisschen aufpassen hier, gerade beim Anbremsen. Komm schon. So, jetzt gehen wir zumindest mal auf 11 schon ins Ziel in die Richtung. Runde 3. Gutes Tempo. Du bist in der Mitte des Feldes. Ein bisschen vorsichtig sein beim Bremsen. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ja, das war's. Also ich komme hier momentan echt schlecht. Ich bin nicht, das liegt nicht an der Pace, sondern das liegt einfach nur wirklich an der, an diesem Wegdrehen, Wegrutschen. Ach mein Gott, Mann, hör doch auf mit der Scheiße. Vorsicht! Du hast dieses Auto einmal zu oft gerammt. Eine 4 und ich bin immer noch auf 11. Ja, das nervt mich einfach, wenn ich da vorne... Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. Geh da lieber auf Abstand. Lass dich nicht aus dem Rennen werfen. Die schießen sich gerade der Gegner, die bisschen weg. Ja, es wird schwierig werden. Also vorne wird es nicht mehr, ganz vorne gibt es definitiv nicht mehr.
ist natürlich ganz clever. Und der zieht doch innen durch hier. Und dann wird man so auf Platz 7 gewesen. Sechs sogar nur. Aber da sind alle auseinander. Das heißt, wir können das Ding sogar noch gewinnen. Letzte Runde gleich. Letzte Runde. Kämpf dich durch. So, dritter. Jetzt die Führung für uns. Donner, nach diesem eigentlich total verkorksten Rennen. Die Führung, jetzt müssen wir so ein bisschen aufbauen. Ich weiß nicht, wie die Strafen aus sind. Kriegen wir noch eine Strafe oder reicht es am Ende? Zweiter, wir haben eine Strafe gekriegt. Scheiße, hat uns den Sieg abgenommen. Ja, es hat nicht ganz gereicht. Schade. Wir haben noch eine Zeitstrafe von 2 Sekunden gekriegt. Und am Ende ist es nur Platz 2. So weit wirklich kann man nicht weg. Ach Mann, ist das ärgerlich. Und es waren 1,6 Sekunden. Es waren eine halbe Sekunde mehr, wäre ich weg gewesen. Oben. Haben sie dem echt den Sieg geschenkt. Gut, die hat es verdient gehabt, muss ich sagen. Sie hat es verdient gehabt. Sie war wirklich die ganze Zeit vorne und ja, am Ende ist es dann nur Platz 2. Gut. Das war ein nicht so ganz guter. Nicht so ganz guter, ganz gutes Ende. Es ist halt leider nur Platz 2 gewesen. Schade, ansonsten wäre es definitiv drin machbar geworden. So gerade noch. Es ist halt am Ende nur der zweite Platz. Gut, damit ist auch mal Feierabend. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns am Montag wieder dann mit dem nächsten Teil. Bis dahin, tschüss.